Erklärung von Kitab Hilyat Talib al-Ilm. Wir nehmen einen Schüler des Wissens. Wir haben letzte Halaqa über Ikhlas geredet, über die Aufrichtigkeit, Ikhlas. Und das ist, er sagt, das ist zweites Kapitel. Ne? Ja, das ist die Aussage von Sufyan. Sufyan ibn Sa'id al-Thawri sagt, nichts macht mir mehr zu schaffen als meine Absicht. Das haben wir schon erklärt. Dann sagt er, die Liebe zu Allah und seinen Gesandten, Allah subhanahu wa ta'ala. Liebe. Er redet jetzt über die Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Also, damit wir das alles im Kopf behalten, er sagt, erst Kapitel, Anstand des Schülers in sich selbst. Also er redet jetzt über Schüler mit sich selbst. Erstmal, er muss wissen, dass Wissen ist Ibadah ist. Das ist die gesunde Vorstellung führt zu gesunder Tat. Du kannst eine Sache nicht beurteilen, bevor du sie vorgestellt hast. Deshalb sagen Al-Hukmu al-Shay'i Pharaon an Tasawurihi. Also erstmal vorstellen, dann beurteilen. Dann redet er über die zweite Sache, die Aufrichtigkeit, die Absicht, also die Aufrichtigkeit, die Absicht. Dann redet jetzt über die Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, die Liebe zu Allah und seinen Gesandten. Allah subhanahu wa ta'ala. Eine Eigenschaft, die das Gute im Diesseits und im Jenseits umfasst, ist die Liebe zu Allah, dem Erhabenen, und die Liebe zu seinem Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, und ihre Umsetzung, indem man dem Sündlosen folgt und nach seinem Vorbild lebt. Allah, der Erhabene, sagt, sag, wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir. So liebt euch Allah und vergibt euch eure Sünden. Also diese Eigenschaft, diese Tat des Herzens, die Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala, die Basis von allen Arten der Taten. Also man liebt das Wissen, weil Allah subhanahu wa ta'ala das Wissen liebt, weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam das Wissen liebt. Allah subhanahu wa ta'ala in vielen Ayat redet über die Liebe, über Wissen. Und er ruft al-Mu'min das Wissen zu eigenen. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam auch. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat seinen Sahaba gelehrt und er hat ihnen gezeigt, wie wichtig das Wissen ist. Deshalb, die haben das Wissen geliebt. Und die Liebe des Wissens ist geerbt. Das ist eine Erbe. Ich rede mit euch oft über das Thema, damit ihr das Wissen liebt. Das ist meine Aufgabe, dass er das Wissen liebt, weil ich sehe viele. Dann wird man nie das Studium lassen. Deshalb die Liebe zu Allah und seinen Gesandten. Und überhaupt ist dies der Grundgedanke dieser Ethik. Und wer ist für sie wie die Krone für das Gewand? Diese Eigenschaft ist sehr wichtig. O ihr Studenten, ihr seid es, die ihr euch in den Unterricht gesetzt habt. Also er redet mit uns. Also er redet mit uns. Wir sitzen im Unterricht. Das ist eine Ansprache, direkt spricht mit uns an. Ja? Sagt, o ihr Studenten, ihr seid es, die ihr euch in den Unterricht gesetzt habt und die zu Anhängern des Kostbarsten geworden seid, nämlich der Wissenssucher. Der Wissenssucher.
So empfehle ich euch und mir selbst Furcht gegenüber Allah, dem Erhabenen, im Geheimen und öffentlich, denn sie ist die Vorkehrung für das Jenseits, die Wege der Vorzüge, der Niederlassungsort der löblichen Handlungen. Und sie ist die Quelle der Kraft, die Leiter und zur Hölle führt, die zur Hölle führt und eine starke Festung zum Schutz der Herzen gegen Versuchungen, so sei nicht nachlässig. Zweitens, wer hat das Buch? Wer hat das Buch? Also das Buch ist sehr wichtig. Man braucht das Buch. Also wenn Sie als Gast hören will, ja, wir machen die Tür nicht, wir schließen die Tür nicht zu. Lass sie rein, wenn sie hören will. Aber die Gäste, die machen keine Prüfungen, die hören. Die kann hören, inshallah. Lass sie rein. Schick ihr den Link, inshallah. Also das Buch ist sehr wichtig. Das Buch heißt Das Benehmen eines Schülers. Das Benehmen eines, das muss man das Buch haben. Dann, wenn ich lese, muss dann folgen mit mir. Sehr wichtig, das Buch zu haben, das ist sehr wichtig. Also, inshallah, kauft ihr das Buch oder kopiert ihr das Buch oder also versucht das Buch zu haben. Das ist sehr wichtig. Sonst, ihr hört, aber wenn du das Buch hast, du kannst zu Hause lesen. Du kannst das Buch nochmal lesen. Bitte schreibt ihr den Namen von Sheikh, bitte schreibt ihr. Ich weiß nicht mehr. Also er sagt zweitens, folge dem Weg des rechtschaffenen Vorfahren. Folge dem, also er redet jetzt über den Studenten wie sie selbst. Also deine Seele ist eine Welt, das ist deine Welt. Deine Welt ist das. Also du hast Vorstellungen, du hast Träume, du hast Sehnsucht, du hast viele Sachen. Ja, du denkst nach, du überlegst, du hast ein Leben, du hast viele Sachen. Du bist eine Welt. Ibn Qayyim sagt, alles was in dieser Welt ist, ist im Mensch eingeschlossen. Also der Mensch ist eine Welt. Du siehst, diese Welt bewegt sich. Der Mensch bewegt sich auch, äußerlich und innerlich. Er bewegt sich äußerlich, das ist klar, du läufst, du arbeitest, du sitzt, stehst auf. Und du bewegst dich innerlich, du denkst noch. Du denkst noch. Du überlegst, analysierst, du träumst. Das ist eine Welt. Deshalb, diese Welt muss in Ordnung sein, deine Welt. Deshalb redet über Student in sich selbst. Ja? Und damit diese Welt in Ordnung läuft, da gibt es viele Eigenschaften, gibt viele Bedingungen. Besonders, wenn diese Welt von dir selbst bewegt sich in der Richtung des Wissens. Das ist wir reden in dieser Bereich jetzt, diesen Bereich. Also, wenn deine Welt, deine Seele, du bewegst dich in der Richtung des Wissens. Redet jetzt über deine Welt. Wie soll das sein? Redet über die Liebe,
Über die Vorstellung zum Wissen, dass es Ibadah ist. Ja? Weil diese Welt, das Wissen kommt von außerhalb, kommt bei dir rein. Das ist nicht das notwendige Wissen. Ja? Das ist das Wissen zum Aneignen, zum Erlangen. Ja, weil du hast auch Wissen drin, in Al-Fitra. Ist angeborgt. Ja? Habe ich das Wort richtig jetzt benutzt? Angeborgt. Habe ich das richtig benutzt? Das ist das Wissen, was du angeboren, genau, angeboren. Also es gibt das Wissen, was erlernt wird, das Wissen, was angeboren. Das Wissen, was in deinem Fitra ist, ist ein Wissen. Aber du willst eine andere Art des Wissens. Du holst zu dir eine andere Art des Wissens. Ja, du vertiefst dich im Wissen. Du lernst, wie du betest. Du lernst über Prophetentum, über Allah, über sein zu dir selbst. Deshalb rede ich über die Vorstellung, über diese Sache. Diese Sache ist ein Ibadah. Bei vielen ist ein Spiel. Bei vielen Muslimen ist ein Spiel, ist das. Das ist ein Spiel. Die spielen. Manche anderen, die wissen gar nicht, das ist ein Wert des Wissens. Anderes wie ein Hobby. Mal sehen, wenn ich das nicht schaffe, kein Problem. Aber Talib, er weiß, dass das Wissen Ibadah ist. Bedeutet, braucht Aufrichtigkeit, braucht Liebe. Du liebst es. Du kannst dich nicht bewegen in die Richtung des Wissens, außer mit Liebe. Das ist eine Regel, ist das. Und sonst, du wirst nicht weitergehen. Bei jeder Sache ist so. Deshalb redete er über die Liebe. Die Liebe ist die Basis aller Taten. Wie er gesagt, und überhaupt ist dies der Grundgedanke dieser Ethik. Ja? Dann sagt er, folge dem Weg des rechtschaffenen Vorfahren. Das ist die Art. Die Art, wie sie das Wissen studiert haben. Wie sie das Wissen respektiert haben. Wie sie mit dem Wissen umgegangen sind. Ja? Und was ist Tradition des Wissens? Eine Tradition ist das. Folge dem Weg der Vorfahren, dem Weg der rechtschaffenen Vorfahren unter den Gefährten, radiallahu anhum, und jenen nach ihnen, die ihnen Spuren folgten, auf allen Gebieten der Religion, wie dem Tawhid, dem gottdienstlichen Handlungen und so weiter, indem du dich dadurch auszeichnest, dass du den Spuren des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam und schenke ihm Heil, also sallallahu alaihi wasallam, verpflichtet bist, halte auch die Sunnen, freiwilligen Gottesdienst, das ist sehr wichtig. Das ist sehr wichtig. Das Sunnen, also man soll versuchen, also bedeutet, du liebst das Wissen, aber du sollst auch Abid sein, du sollst anbeten. Das ist deine Welt. Du sollst anbeten, du sollst Verpflichtungen beten, und dann ist Sunnen. Ja, Sunnen sind zwei Arten im Gebet. Das Ar-Rawatib, die 12. Ja, 12 Raka'a. Zwei Fajr. Also es gibt das Subh, was Pflicht ist. Und vorher gibt es Sunnat Fajr. Sunnah, zwei Raka'a. Prophet sagt darüber, diese zwei Raka'a sind besser als in Dunya und was in Dunya ist. Diese zwei Raka'a vor Fajr. Das ist Sunnah. Prophet hat das nie gelassen. Dann gibt es vier Raka'a vor Dhuhr. Zwei, zwei. Dann gibt es zwei Raka'a nach Al-Dhuhr. Dann gibt es zwei Raka'a nach Al-Maghrib, dann gibt es zwei Raka'a nach Al-Isha. Das sind 12. Prophet sallallahu alaihi wasallam
redete über diese 12 Raka'a in einem Hadith. Derjenige, der betet 12 Raka'a, also diese 12 Raka'a, baut für Allah, für ihn Allah subhanahu wa ta'ala ein Palast in Al-Jannah. Also bedeutet, man soll das immer machen. Und wenn man auf Reise ist oder krank, deine Belohnung läuft. Du kannst sie nicht, deine Belohnung läuft immer. Das ist sehr wichtig. Und es gibt Sunnen, die sind nicht Rawatib, Sunnen, die uneingeschränkte Sunnen. Ja? Nachtgebet zum Beispiel. Du kannst beten. Steht, nach dem Maghrib kannst du beten. Nach Isha kannst du beten. Ja? Also immer Duha kannst du beten. 2, 4, 6, 8. Duha. Ja, das ist sehr wichtig für Talib al-Ilm, damit man praktiziert, was man sagt. Man al-Ibadah, man ist Abid, Anbeter, Talib und Abid, Anbeter. Das ist, was er sagen will. Unterlasse fruchtlose Diskussionen. Schau mal, wie viele Leute diskutieren sich jetzt. Die setzen sich und diskutieren über viele Sachen, die unnützlich sind. Ja, viele Sachen, die unnützlich sind. Es gibt Leute, die sind rein in diese WhatsApp und Telegram, bestimmt 20 bis 30 Gruppen, ist er überall. Das ist, man sitzt mit ihm, man sitzt mit ihm 2, 3 Stunden. Jemand ruft an, du redest mit ihm 1 Stunde, 1,5 Stunden. Das ist nicht gut. Deshalb er sagt, halt auch, unterlasse fruchtlose Diskussionen, Angeberei, die Beschäftigung mit theologischen Streitgesprächen, Kalam, man diskutiert oft. Es gibt Leute, die lieben die Diskussionen, ohne Zweck, ohne Frucht. Und was zu Sünden führt, also er redet auch über Ilm Kalam, das ist, wir reden darüber. Ilm Kalam ist eine Mischung zwischen Philosophie und rationaler Beweise und das Scharia Beweis. Und was zu Sünden führt und vom islamischen Recht scharf fernhält. Al-Dhahabi, möge Allah, der Erhabene, sich seiner erbarmen, rahmatullah, sagte, es gibt eine authentische Überlieferung von Ad-Dharqutni, in der er sagt, es gibt nichts, das mehr verhasster ist als die Scholastik. Also er redet über Ilm Kalam jetzt. Also wenn du liest die Bücher von Ilm Kalam, die diskutieren über viele Sachen, die unnützlich sind. Und der Basis der Philosophie und anderen und viele, viele anderen Beweise, die gehören nicht als Scharh. Ich, Ad-Dhahabi, sagte, er war nie einer von diesen Leuten, also Scholastikern, hat sich nie damit beschäftigt und hielt sich von fruchtlosen Diskussionen fern. Vielmehr folgte er dem Weg der Vorfahren. Man kann das studieren, wenn man Al-Aqida abschließt und will darüber wissen, damit man die Ideen, diese Madrasa widerlegt. Jene sind also die Leute der Sunna und der Gemeinschaft und die den Spuren der Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam, folgen. Und sie sind wie der Sheikh, Imam, Ibn Taymiyyah, möge Sheikh Al-Islam, Ibn Taymiyyah, rahmatullahi alaihi, sie seine Erbarmen sagte, die Leute der Sunna und der Auslese der Muslime, die Leute der Sunna sind die Auslese der Muslime und sind die besten Mitmenschen. Diese Aussage, so bleibe auf dem Weg und folgt nicht den anderen Wegen, damit sie euch nicht von seinem Weg auseinander führen. Also es bedeutet, dass redet ihr über Aufrichtigkeit. Aufrichtigkeit schützt dich von Schirk. Alle Arten von Schirk. Besonders kleine Schirk.
Augendienerei, Rier, Angeberei, das alles. Dass diese Taten sind ein Hindernis, an dem Ziel anzukommen. Die hindern dich. Wenn du dich beschäftigst mit dem Menschen, was werden die Leute dir geben? Nichts. Deshalb, die Aufrichtigkeit bedeutet, du machst das für Allah subhanahu wa ta'ala. Dann redete er über die Liebe. Die Liebe festigt dein Azima. Also wenn du eine Sache liebst, dann das festigt dein Azima. Du bleibst dran. Du bist dran. Du machst weiter. Du liebst das. Du genießt das. Und dann musst du den Weg von großen immer Sahaba oder immer folgen. In al-Ibad, in alles. Weil der Mensch braucht immer ein Vorbild. Der Mensch braucht ein Vorbild. Das sind die Vorbilder. Wie sie studiert haben, wie sie Ibadah gemacht haben, das ist alles. Drittens, stets ehrfürchtig gegenüber Allah, dem Erhabenen sein. Zeichne dich dadurch aus, dass du sowohl dein Inneres als auch dein Äußeres mit Ehrfurcht gegenüber Allah, dem Erhabenen, fühlst. Halte dich an die Regeln des Islams. Lebe die Sunna vor. Verbreite sie durch praktische Umsetzung. Rufe zu ihr auf. So bist du durch dein Wissen, deinen Charakter und dein Handeln ein Wegweiser zu Allah, indem du dich durch Männlichkeit, Umgänglichkeit und rechtschaffen Verhalten hervorhebst. Also das sind die Eigenschaften. Also Muru'a. Und die anderen Eigenschaften. Diese Eigenschaften, die halten dich ab von Kleinigkeiten. Ja, und von schlechtem Charakter. So, Talib lügt nicht zum Beispiel. Talib, er betrügt nicht. Er lästert nicht. Ja, er beschäftigt sich nicht mit Sachen, die Unsinn sind. Er spielt ganze Zeit. Er spielt 3 Stunden. Gibt viele Leute, die spielen. Die nehmen 3 Stunden, 4 Stunden. Oder auch die Diskussionen, viel reden. Man redet viel. Mit jedem. Das alles, diese Eigenschaften halten nicht ab von diesen Kleinigkeiten. Und die geben dir eine Hoheit. Also du fühlst dich erheben über solche Kleinigkeiten. Rechtschaffend Verhalten hervorhebst. Die Grundlage dessen ist die Furcht vor Allah, dem Erhabenen. Auch diese Zeit, du fürchtest Allah subhanahu wa ta'ala. Allah hat dir diese Zeit gegeben. Dann mach was Vernünftiges. Mach was Gutes, lies, mach viele Sachen. Schreib, mach gut Sachen. Verdiene Geld, mach Sachen, damit du auch leben kannst. Also man soll Sachen machen, die gut sind. Das heißt As-Salah. Die Grundlage dessen ist die Furcht vor Allah, dem Erhabenen. Aus diesem Grund sagt der Imam Ahmed, möge Allah sich sein Erbarmen, die Wurzel des Wissens, die Furcht vor Allah, dem Erhabenen. So fürchte Allah im Geheimen und öffentlich. Denn die besten Geschöpfe sind die, die Allah und Erhaben fürchten. Nur ein Wissender fürchtet ihn. So ist denn das beste Geschöpf der Wissende. Vergiss aber nicht, dass der Wissende nur als solcher gilt, wenn er auch dem entsprechend handelt. Das haben wir auch gesagt. Man muss handeln. In Ibadah, in Aussage, alles. Wenn er Allah fürchtet. Khatib al-Baghdadi, rahmatullahi alayhi, stützt sich in eine Überlieferungskette, in der es eine Überlieferungsbesonderheit, Latifa. Latifa ist nicht. Latifa bedeutet, hat viele Bedeutung, Lutf.
Lotfa. Lotfa bedeutet hier eine besondere Nutze. Lataif. Das ist wie Al-Fawaid. Fawaid, Faida, Plural Fawaid. Latife, Lataif. Das ist besondere Nutzen. Ja? Auf eine Überlieferung von 9 Vätern und sagt, uns berichtete aus seiner Überlieferung Abdul Faraj Abdul Wahhab ibn Abdul Aziz ibn Al Haris ibn Asad ibn Layth ibn Sulaiman ibn Asad Aswad ibn Sufyan ibn Zayd ibn Ukayna ibn Abdullah At-Tamimi, ich hörte meinen Vater sagen, 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 das gibt's nicht mehr jetzt, das gibt's nicht mehr, diese Erbe ist gebrochen, das gibt's nicht, ich hörte meinen Vater sagen, ich hörte meinen Vater sagen, ich hörte meinen Vater sagen. Ich hörte Ali ibn Abi Talib sagen, schau mal, woher kommt diese Aussage von Ali radiallahu anhu, Sahab, Khalifa, dritte Khalifa, vierte Khalifa. Sagen, das Wissen ruft nach Taten und wenn sie nicht antworten, zieht es weiter. Al-Ilmu yunadi bil-Amal, in istajaba wa illa rahal. Al-Ilm, er ruft die Tat. Wenn sie nicht kommt, er geht weg. Dieser Anspruch wird in ähnlicher Form auch über Sufyan al-Thawri, rahmatullah alayh, überliefert. Das gibt es nicht sowas jetzt. Gibt es nicht. Das gibt es nicht. Das hat viele Gründe. Das hat viele Gründe. Also früher. Nicht sehr früher, vor 60 Jahren, 70 Jahren, 50 Jahren, also 40 Jahren, 30 Jahren, auch 30 Jahren. Das gab in vielen Orten von arabischen Ländern, es gab viele Wissensschulen, überall, in jedem Ort. Du findest in jedem Ort, es gab eine Koranschule. In jedem Ort. Du findest ein Faqih, da haben wir, also Faqih, das gab auch vor, weiß nicht, vor 20 Jahren gab, aber jetzt ist es weniger geworden. Du findest in jedem Ort gibt es eine Koranschule. Das Kind lernt die Buchstaben schreiben lernen und geht Koran lernen. So war das. Und in manchen Fällen gab es auch Wissen, überall gab es Koran schon. Und danach, als die Kolonisierung kam, die hat diese modernen Schulen aufgemacht. Er hat die Arbeit auf diese Zeugnisse bezogen. Deshalb alle, die haben diese Koranschule gelassen, diese Wissensschulen, die sind zur modernen Schule gegangen, um ein Zeugnis zu haben. Wenn er diese Zeugen nicht hat, er kann nicht arbeiten. Deshalb, die Leute haben das Wissen vernachlässigt. Das letzte Land, was hatte diese Tradition, das war Mauretanien, Chanqed. Aber jetzt ist auch dasselbe dort. Früher gab es nur diese Mahader, viel, aber jetzt gibt's moderne Schulen. Deshalb, die Eltern schicken ihren Kinder zu modernen Schulen, sagen sie ihm, sonst wirst du keine Arbeit bekommen. Du wirst keine Arbeit bekommen. Und in dieser Zeit, wo die Umma das Wissen keinen Wert gibt, er wird keine Arbeit finden. Er wird schwer haben. Deshalb die Eltern, die schicken das Kind zum modernen Schule, damit er danach arbeiten kann. Deshalb findest du sowas nicht, dass mein Vater hat gesagt. Du findest, sein Vater ist unwissend. Er weiß nichts. Und sein Großvater auch unwissend. Die geben das Wissen keinen Wert. Dadurch findest du sowas nicht mehr.
Und früher, die Gelehrten des Wissens in dieser Zeit der Kolonisierung, die hatten es schwer. Und es gab ein Ereignis, es gab ein Ereignis, wo eine Frau, die schaute auf dem Fenster, das war in Fes, in der Stadt Fes, in Al-Maghrib. Fes, das ist die Stadt, wo Qarawin gibt, die erste Universität der Welt. Qarawin, das war dort, diese Stadt des Wissens. Aber es ist leer, das Qarawin ist, wo du gelehrt, leer. Die sah, dass ein Fakir, großer Gelehrter, er geht zum, er geht zum Müll, um ein totes Hähnchen zu nehmen, hat sie versteckt und rein nach Hause. Und sie hat ihren Sohn schnell geschickt mit Essen zu dieser Familie. Also in dieser Zeit, die Fuqaha, die wurden, das mit Absicht alles, mit Absicht. Die hatten schwer. Kein, deshalb, du findest jetzt diese Tradition, diese Denken bei den Unwissenden. Bei den Unwissenden. Du findest. Die denken, dass derjenige, der beschäftigt sich mit dem Wissen, er muss immer arm bleiben. Er darf nicht Geld haben. Arm bleiben. Bis jetzt. Die Leute denken das. Und das kommt von, wie ich gesagt habe. Deshalb, du kannst sowas nicht finden, diese Kette jetzt, diese Latifa, findest du nicht. Findest du nicht. Nur jemand, der das Wissen liebt, der hat, Allah hat ihm das gegeben. Diese Gabe, Allah hat ihm das gegeben. Dass er das Wissen liebt und er weiter. Niemand hat ihm das beigebracht. Allah hat ihm das gegeben. Du findest jemanden, der sein Vater hat, ist unwissend, die Mutter, alle Familien. Aber er studiert das Wissen. Allah hat ihm das gegeben. Hat ihm gewählt. Ja? Und du findest, einer hat einen Grund, hat einen. Die Mutter oder der Vater oder Onkel oder hat ihm von klein erzogen, dass er das Wissen studieren soll. Wie viele Minuten habe ich geredet? Immer wenn ich frage, gibt es 31. Weiter oder hören wir jetzt auf? Also, was habt ihr noch Zeit oder? Ja, schau. Er sagt, viertens, sich stets bewusst sein, dass Allah allwissend ist. Sei dir stets dessen bewusst, dass Allah dem Erhabenen nichts verborgen bleibt, sei es geheim oder öffentlich. Und handle dementsprechend nach deinem Herr Streben zwischen Hoffen und Bangen. Denn diese beiden sind für den Muslim wie den Vogel seine beiden Flügel. Das ist die beiden, das ist die Hoffnung und Furcht. Du hoffst auf Allah. Und das ist auch die Liebe und Angst. Zwei Flügel. Wenn du Allah mit Hoffnung anbetest, nur mit Hoffnung anbetest, du wirst irgendwann ein Ketzer. Das kann alles, du wirst irgendwann ein Ketzer. Nur hoffst, du hoffst. Jemand, der macht alle Sünden, hofft. Und jemand hat Angst, der wird irgendwann hoffnungslos. Deshalb man soll die Mitte finden. Die Mitte finden. Du hoffst auf Rahma, du hoffst auf dass Allah dir vergibt. Du hoffst, du betest Allah an, gemäß dem Namen, seinen Namen, Tawwab, Rahim, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Karim. Und auch gemäß seinem Namen Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Qahhar, Al-Jabbar. Ja, das ist die Mitte. Deshalb, er redet jetzt über Talib, soll
Gleichgewicht, seelische Gleichgewicht haben. Seine Seele muss Gleichgewicht, Tawazun. Ja, Equilibrium. So wende dich Allah ganz zu und führe dein Herz mit Liebe zu ihm. Deine Zunge mit dem Gedanken an ihn dicker. Und nimm seine Regeln und seine Weisheit. Gepriesen sei er. Mit Freude, Zufriedenheit und Glück an. Ja, man soll zufrieden, glückselig leben. Ja? Nicht versuchen. Ja, natürlich gibt es viele Sachen in dem Leben, machen dich traurig und viele Schwierigkeiten. Aber trotzdem muss man wirklich versuchen, gelassen zu sein. Ja? Gelassen zu sein. Mit Ruhe zu leben. Und mit Glückseligkeit. Demut und der Verzicht auf Stolz und Hochmut. Erziehe deine Seele zur Zurückhaltung, Sanftmut, Geduld, bescheidene Akzeptanz der Wahrheit, Gelassenheit, Würde, Ernsthaftigkeit und Demut. Unterhalte dabei die Unterwürflichkeit. Beim Lernen aus und nur Erhabenheit des Wissens zu gelangen und folge gehorsam dem Recht. In diesem Sinne hüte dich vor dem, was gegen diese Ethik verstößt. Das sind die schönen Eigenschaften. Schöne Eigenschaften. Obwohl die Umgebung hilft nicht. Überall. Die Umgebung hilft nicht. Sogar die Umgebung geht gegen solche Eigenschaften, diese schönen Eigenschaften. Die passen zu dem Mensch, das sind menschliche Eigenschaften. Zurückhaltung, Sanftmut, das findest du auch bei Muslimen, findest du sowas nicht. Viele Talibe haben sowas nicht. Das findest du nicht. Viele Tulab sind arrogant. Und viele sind nicht ernst. Ja, sie nicht ernst. Und viele akzeptieren die Wahrheit nicht. Er muss immer, dass er immer recht hat. In diesem Sinne hüte dich vor dem, was gegen diese Ethik verstößt. Denn darüber hinaus, dass es mit Sünden einhergeht, zeugt dies von einer Schwäche des Verstands und davon, dass es einem an Wissen mangelt. Aber auch davon, dass man keinen Nutzen aus seinem Wissen zieht. Das Wissen ist ein Erzieher, das Wissen selbst Erzieher. Das ist ein Edelstoff. Das ist was Hohes, was Himmlisch. Deshalb soll Talib soll leben gemäß dieser Hoheit. Aber Talib ist auch kein Engel. Das ist auch kein Engel. Also deshalb viele, die verlangen von Talib, dass Engel wird. Das ist kein Engel. Wenn du jetzt über den Mensch redest, schau mal, wenn wir über Sahaba reden. Sahaba haben gestritten vor Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Vor dem Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam haben gestritten. Ich glaube, ein Sahabi hat Alkohol getrunken. Sahabi hat Zina gemacht. Menschen, das sind Menschen. Wenn du, deshalb, weil viele werden hoffnungslos, wenn sie lesen die Biografien von Imam Ahmed, Imam Malik, und in Biografie steht nicht, dass Imam Ahmed mit seiner Frau gestritten hat. Oder Imam Ahmed irgendeinen Mann gestritten hat. Ist auch ein Mensch. Oder Imam Malik, steht nicht. Deshalb, du denkst, dass Imam Ahmed, Imam Malik sind Engel sind. Nein, keine Engel. Die leben auch wie Menschen, die haben auch wie Menschen gelebt. Ja? Nur die Biografie erzählt sowas nicht. Deshalb, wenn du redest, bleib ein Mensch, du bist ein Mensch. Aber mit hohem Charakter, mit schönem Charakter. Ja? Damit Satan nicht reinkommt. Satan nicht reinkommt und macht dich hoffnungslos. Nein, du bist ein Mensch. Mangels den Wissen zieht. So sei auf der Hut
vor Selbstgefälligkeit, denn sie ist Heuchelei und Hochmut, und hüteten sich die Allvorderen sehr davor. Ein Beispiel dafür, wie genau sie dies nehmen, ist das, was Al-Dhahabi, der Biografie von Amr ibn al-Aswad al-Ansi, der Gestorbene zur Zeit des Khalifas Abdul-Malik ibn Marwan, rahmatullah alayh, berichtet nämlich, dass er seine linke Hand mit der rechten festhielt, wenn er aus der Moschee kam. Er wurde danach gefragt, antwortete: Ich tue das aus Angst, dass meine Hand heucheln könnte. Ich sagte, er hält sie fest aus Furcht, dass sie beim Gehen schlenkern könnte. Denn das gehört zur Selbstgefälligkeit. Dies ist Al-Ansi, möge Allah, rahmatullah alayh, passiert. Nimm dich in Acht von der Krankheit der Tyrannen, nämlich den Hochmut. Shaitan, der erste Tyrann ist Iblis. Das ist der erste Tyrann. Hochmut. Hochmut. Ich verstehe das nicht. Das ist eine, wie soll ich das sagen? Diese Seele zu verstehen ist schwer. Diese Seele dieser Krankheit und Tyrannen, das kannst du nicht verstehen. Das ist schwer zu verstehen. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, bei vielen, er zeigt ihnen nicht ein Licht. Er zeigt ihnen das nicht. Hochmut. Den Hochmut, Gier und Neid waren die ersten Sünden, mit denen gegen Allah rebelliert wurde. Sich über deinen Lehrer hinweg zu setzen, ist Hochmut. Die Zurückweisung von jemandem, der weniger Wissen hat als du, der dir aber nützt, ist Hochmut. Dass man nicht dem Wissen entsprechend handelt, ist ein Symptom des Hochmuts und ein Zeichen des Verlusts. Aber diese Bescheidenheit, auch eine Eigenschaft, kann Allah jemand geben ohne Anstrengung. Ohne Anstrengung. Und wenn man es nicht hat, muss man sich das eineignen. Sich erziehen. Sich erziehen. Das Wissen ist für den überheblichen jungen Mann sein Unheil. Das Wissen ist für den überheblichen jungen Mann sein Unheil. Wie die Flut für den hochgelegenen Ort ein Unheil ist. So achte darauf, möge Allah sich deiner erbarmen, dass du nicht die Bescheidenheit verlierst, die selbst nicht überschätzt, deine Seele im Zaum hältst und er nicht nachgibst, wenn sie zu Hochmut, Arroganz, Ruhmsucht, Eitelkeit und ähnlichen Fehlern neigt. Das sind die Eigenschaften, die machen Talib tot, also fertig sie machen sein Weg. Sein Gehen, seine Reise im Wissen, die machen das fertig. Tot. Sie halten ihn ab. Diese Eigenschaften. Hochmut, Arroganz, Ruhmsucht, Eitelkeit. Ja, sie das Wissen töten, sein Ansehen zerstören, sein Licht auslöschen. Je mehr Wissen du erlangst und je höher deine Stellung wird, desto mehr sollst du darauf achten, so wirst du das große Stück erlangen, eine Stellung, um die dich die Leute beneiden. Ja? Ich merke, das ist nur wenigen geblieben. Acht. Ja, okay. Von Abdullah, dem Sohn der großen Imam, Bakr ibn Abdullah al-Muzani,
der in allen sechs Büchern, Al-Kutub al-Sitta, als Überlieferer erwähnt wird, alayhim, sich beider erbarmt, wird überliefert, dass er sagt: Ich hörte jemand über meinen Vater sagen, dass er, als er bei Arafat stand, emotional wurde. Er al-Muzani sagte: Wenn ich nicht selbst unter ihnen wäre, würde ich sagen, ihnen wurde vergeben. Schau mal, wie er über sich selbst denkt. So eine Bescheidenheit. Dhahabi überliefert den Hadith und sagt: Ich sagte, in dieser Weise soll der Diener seine Seele nicht überschätzen und sie zähmen. Sechstens, Genügsamkeit und Askese. Das ist das Thema von nächster Halaqa. Inshallah. Sonst wir werden das Buch beenden jetzt. Wenn wir weiterlesen, wir beenden das Buch. Also wir lassen uns ein Stück, viele Stücken, damit wir es genießen, darüber reden, inshallah. Ja, also das ist unsere Halaqa für heute. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch reichlich belohnen und euer Wissen mehren. Fikum barakallah. Dann inshallah bis Sonntag, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.